Ja, moin! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vicky Werkelt. Heute mit einem Video nur für dich, für mich und für alle Heimwerker da draußen. Leute, worum geht's? Ganz einfach, unser aller Geld. Und zwar habe ich ja neulich für dieses Projekt hier unten bei Obi insgesamt, keine Ahnung, 12 Meter Fichte Glattkante gekauft und hatte dabei noch ein Erlebnis der besonderen Art mit dem Verkaufspersonal. Und als ich an der Kasse stand und bezahlt habe, hat es wieder so im Geldbeutel wehgetan, dass ich dachte, eigentlich muss man nochmal über diese ganze Holzkostenlos-Thematik sprechen. Und ja, ich weiß auch, es gab letztes Jahr schon mal so ein Video, allerdings war der Fokus dort ein bisschen anders und die Situation seitdem hat sich ja nicht verbessert. Die Holzpreise sind ja noch höher und generell ist alles teurer. Und da stellt sich natürlich die Frage, was macht der Heimwerker? Wenn ich überlege, vor 3-4 Jahren hat jeder alles aus Multiplex gebaut, weil es erschwinglich war, selbst im Baumarkt. Und heute ist einfach selbst Leimholz so teuer, dass es eigentlich kaum noch Spaß macht, was zu bauen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ich weiterbauen kann. Ich möchte, dass ihr weiterbauen könnt. Und da ich jemand bin, der sich generell irgendwie immer so ein bisschen durchs Leben wieselt, dachte ich mir, vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, sich bei dieser ganzen Holzgeschichte ein bisschen durchzuwieseln. Und das ist jetzt erstmal grundlegend von Region zu Region, von Stadt zu Stadt ein bisschen unterschiedlich. Es ist aber einfach so, dass wenn ich zum Beispiel hier durch Marburg laufe, so viel gutes Holz auf dem Sperrmüll steht, wo ich mir denke, warum schmeißt man das weg? Hier ist es aber zumindest so, dass sich niemand beschwert, wenn man sich was vom Sperrmüll wegnimmt. Ich weiß, dass mir irgendjemand beim letzten Video in die Kommentare geschrieben hat, dass es in anderen Städten durchaus so ist, dass sich das Ordnungsamt und die Stadt beschwert, wenn Bürger Müll wegräumen von der Straße. Was ist da los? Man kann natürlich auch einfach warten, bis die Müllabfuhr kommt, das mitnimmt, dann ist es aber alles kaputt, da muss man dann in irgendwelchen Containern rumsuchen, auf dem Wertstoffhof und so weiter und so fort. Es gibt aber noch so einen Mittelweg, den habe ich letztes Jahr schon beschrieben, den machen wir jetzt erstmal auch. Bevor ich noch länger schnacke, würde ich sagen, fahren wir einfach mal los. Ihr seht, was ich zeigen darf und wir treffen uns gleich im Auto. So Leute, Navi ist eingestellt. Gucken wir mal, ob wir was finden. Also, es ist so geplant, dass ich jetzt circa 20 Minuten fahre, nicht zu weit. Und ja, Nachbarkreis halt Gießen. Dann gucken wir mal, ob der Tag wirklich so gut ist, wie er bei Kleinanzeigen aussah. So Leute, ich bin jetzt da. Ich klingel gleich mal und gehe mal rein und frage mal, was ich filmen darf. Falls die Leute da nicht so affin sind im Film, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alles in den Kofferraum einlade. Bis gleich. So Leute, ich sitze im Auto, hinter mir ist alles voll. Ich fahre jetzt erstmal ins Lager und dann zeige ich euch die Ausbeute. Der Mann wollte nicht, dass er gefilmt wird, das ist auch vollkommen in Ordnung. Guckt es euch einfach an, wie voll der Kombi beladen ist. Deswegen ist es alles nicht so, die BG würde es mir nicht unterschreiben. Ich fahre erstmal ins Lager, wir sehen uns dann. Bis gleich. So Leute, ich bin jetzt angekommen am Lager. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Ich zeige euch gleich mal was ihr auf keinen Fall machen dürft. Und ich werde jetzt erstmal alles ausladen und dann exemplarisch einfach zwei, drei Sachen mitnehmen, weil das jetzt alles auszuladen und dann wieder in die Werkstatt und wieder zurück ist Käse. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So sollte man sein Auto nicht beladen. Das war dumm, da spreche ich gleich nochmal drüber, weil das ist einfach nur ein Unfall und eine kaputte Heckscheibe, die darauf wartet, dass es passiert. So Leute. Ich habe hier alles drin. Ich mache mal einen groben Überblick, was alles von diesem einen Schrank ist. Und das weiß Gott nicht wenig. So, wir haben hier drei Schubkästen. Eins habe ich schon im Auto aus Echtholz-Eiche, also Vollholz. Dann haben wir hier einiges an Leimholz-Plattenmaterial. Teilweise auch Tischlerplatte unbeschichtet. Jedes einzelne Korpusteil, jede einzelne Wand ist aus Tischlerplatte. Hier ist nichts aus Spanplatte. Und von hier bis hier, das ist alles von diesem Schrank und das kann ich alles verwerten. Aber mehr dazu gleich in der Werkstatt. Ich nehme mal exemplarisch, wie ich es eben schon gesagt habe, ein paar Sachen mit und daran erkläre ich euch, warum das gut ist, warum man das auf jeden Fall machen sollte, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Oh Gott, was für eine Schlepperei. Bevor es jetzt weitergeht, zeige ich euch erstmal ganz kurz, wie der Schrank hier vorher ausgesehen hat. Und bevor jetzt alle sagen, oh mein Gott, wie kannst du so einen schönen Schrank zerschneiden? Der Mann, von dem ich den Schrank jetzt bekommen habe, hat auf meine Nachfrage nochmal ganz explizit betont, dass dieser Schrank einfach auf dem Sperrmüll gelandet wäre. So, von daher, ganz ehrlich, ich würde ihn auch gerne so aufbauen und behalten, wie er ist. Er passt halt nirgendwo hin und das, was in ihm schlummert, ist ja das, wonach wir eigentlich gesucht haben. Und ihr wisst es ja schon vom Titelbild, es geht in diesem Video um die Tischlerplatte. Warum die Tischlerplatte meiner Meinung nach aktuell der adäquateste Ersatz für Multiplex ist, das seht ihr entweder hier oder hier. Ich habe schon wieder verwechselt, in welcher Seite YouTube das einblendet. So, wo genau jetzt in diesem Schrank die Tischlerplatte ist, was sonst noch edles Zeug dabei ist, was man alles damit machen kann, warum es kein Einzelfall ist und wie ihr es bekommt, verrate ich euch jetzt. So, fangen wir erstmal mit dem unspektakulärsten an. Hier habe ich eine furnierte Leimholzplatte zu ca. 90
auf 50. Sieht gut aus, ist gerade, war dem Schrank 3-4 Mal vertreten. Kann man immer gebrauchen, ist aber gar nicht der Bock, den ich jetzt hier eigentlich schießen wollte. Das nächstbessere ist das hier. Das zweite, was schon edler ist, ist dieses Eicheschubfach hier. Das hier ist alles Echtholz. Und hier unten habe ich noch eine schöne Buche-Sperrholzplatte. Hier habe ich auch circa wieder ein Maß, wenn man nur von der Buchenplatte ausgeht, von, naja, 84, was werden das sein, hier auch wieder 55. Also auch gar nicht mal so klein. Richtig gut. Davon waren 3 Stück in dem Schrank. Kann ich entweder auseinandersägen, baue mir Schneidebretter draus oder irgendwas, keine Ahnung. Oder man nimmt es halt einfach so, wie es ist. Dann gab es hier noch ein paar von diesen etwas größeren Panelrückwänden. Die sind an und für sich nichts Besonderes, aber mit der Tauchsäge kann man hier wunderschöne große Stücke rausschneiden. Das habe ich bei meinem Bücherregal gemacht. Man hatte auf einmal extrem viel Zeug für Rückwände und so. Richtig praktisch. Das Highlight von dieser ganzen Schrankidee liegt aber noch auf der Werkbank. Und zwar diese fast 1,70 Meter lange und 55 cm tiefe Tischlerplatte. Und ja, so wie sie hier liegt, kann man sie nicht benutzen. Man müsste noch ein bisschen was wegsägen, aber allein das, was alles dran ist, ist schon ziemlich spannend. Schaut mal hier, diese alten Korpusverbinder, die funktionieren auch noch. Die Gegenstücke habe ich im Lager. Dann hier ein richtig langes Scharnierband, kann man auch immer gebrauchen, ist noch tipptopp in Ordnung. Naja, und einfach diese ganze Platte hier mit dieser wunderschön durchgehenden Optik. Und hier kann man es auch nochmal richtig schön sehen, eine wunderschöne Tischlerplatte mit relativ dicken Querschichten oben drüber. Richtig, richtig schick das Teil. Und davon hatte ich insgesamt, glaube ich, mit den Mittelwänden 4 oder 5 Stück in dem ganzen Schrank, auch in dieser Dimension. Da wisst ihr, was ich jetzt rumliegen habe, um die nächsten Projekte zu realisieren. Und das, ich glaube, ich habe es diesmal nicht für kostenlos bekommen, sondern ich habe, glaube ich, 10 Euro als symbolischen Preis bezahlt. Nichts, gar nichts für so viel Holz. Allein das alleine kostet schon mehr als 10 Euro. So, und ich weiß, was einige von euch jetzt in die Kommentare schreiben wollen und das auch zu Recht. Hier ist ja Oberflächenbeschichtung drauf. Das heißt, ich habe noch mehr Arbeit, bis ich es nutzen kann, als wenn ich es einmal kaufe im Baumarkt. Stimmt zu halb, denn alles, was ich im Baumarkt kaufe, was ich verarbeite, also das wässer und schleife ich ja sowieso nochmal, bevor ich es lackieren, lasieren, ölen, bla 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 möchte. Deswegen ist es gar nicht mal so viel mehr Arbeit und das zum Beispiel ist auch gar nicht mal dick beschichtet. Da muss man gucken, ob man das machen möchte. Mir ist es das wert, weil ich einfach so viel Holz für so verschwindend wenig Geld bekomme oder sogar wie in der Vergangenheit kostenlos. Und ihr habt ja auch gesehen, als ich vor einem Auto saß, das ist nicht alles. Das ist nur symbolisch 3 kleine Stücke für den Rest von dem ganzen Schrank. Da habe ich bis zum Ende vom Jahr einfach Holz, was ich verbauen kann. Und hier habe ich eben keine B-Qualität, C-Qualität, wie auch immer das alles heißt, aus dem Baumarkt mit Löchern, mit irgendwas, mit abgeplatzt, sondern Tischler-Qualität, weil das ja mein Tischler für einen Kunden gebaut hat. So, ich hoffe mal, ich konnte an dieser Stelle vielleicht schon ein paar von euch überzeugen, das mal auszuprobieren. Ich weiß, es dann auch immer wieder Kommentare gibt, man würde schnorren und so weiter und so fort. Das ist aber Käse. Das ist Quatsch. Das ist Blödsinn. Wenn man das so hier macht, dann spart man sich das Geld, was man normalerweise für neues Holz aus dem Baumarkt ausgegeben hätte, für essentielle Sachen. Man hat sogar bessere Qualität als das, was aus dem Baumarkt kommt. Und man schützt dieses Holz davor, einfach weggeschmissen und verbrannt zu werden. Also, wie würde Volker Pispers sagen, eine Win-Win-Win-Situation. So, bevor ich mich jetzt hier aber in Rage rede, wie komme ich an sowas ran und warum ist das hier kein Einzelfall? Na Leute, endlich geht's los. Und ich verspreche euch eins, this is no rocket science and thank you for traveling with Deutsche Bahn. Das kriegt ihr alle hin. Erstmal geht ihr auf eBay Kleinanzeigen. Ja, habe ich jetzt hier schon geöffnet. Umkreis würde ich euch empfehlen, so dass ihr mit dem Auto nicht länger als eine halbe Stunde pro Strecke fahrt. Ansonsten wird es nervig, weil ihr ja noch für gewöhnlich die Schränke mit abbauen müsst. Also ihr wollt ja auch nicht den ganzen Tag dort verbringen. Dann gebt ihr einfach beim Suchfeld Schrank ein. Ich würde das nicht zu krass spezifizieren, denn damit schränkt ihr das Spektrum einfach nur ein und schließt euch womöglich so ein paar kleine gute Funde aus. Da wir den ja zu verschenken haben wollen, ne, gehen wir einfach hier unten auf Verschenken und Tauschen. Dann wieder auf Verschenken. So, dann muss man sich halt einfach mal ein bisschen durchscrollen. Ich habe das jetzt natürlich schon getan, gut wie ich bin. Ich bin ja vorbereitet. So, ich öffne mal hier oben das. Sowas ist schon mal gar nicht schlecht, weil hier könnt ihr ganz gut sehen, ja. Hier hinten, das sieht schon aus wie irgendwas Sperrholzmäßiges. Hier in der Mitte die Böden, die sind auf jeden Fall aus Echtholz. So, hier drüben sieht es auch okay aus. Blöd ist halt nicht ganz so viele Fotos. Je mehr Fotos, desto besser. Man kann natürlich auch immer noch mal nachfragen. Die Leute sind ganz oft nett und schießen auch einfach noch ein paar Nahaufnahmen. Am besten so von unter der Tür oder so. Da sieht man ganz gut, ob das Tischlerplatte ist. Gut, den würde ich jetzt nicht empfehlen. Hier ist es schon besser. Hier haben wir immerhin schon mal 2 Fotos, wo man ein bisschen reingucken kann. Ist jetzt aber auch nicht so der Kracher, wird aber vermutlich Tischlerplatte sein, sieht nämlich akkurat so aus wie der Schrank, den ich geholt habe. Dann gibt es noch ein paar andere, hier sowas, ist perfekt gerade für Leute mit nicht so großem Auto, vielleicht schreibe ich da auch selber gleich nochmal hin, ich weiß es nicht. Also das sieht auf jeden Fall aus wie Tischlerplatte und das ist natürlich auch perfekt für den Heimwerker, weil das sieht nicht aus, als wäre das hier innen großartig beschichtet, also irgendwie angestrichen worden. Gleich mal zur Merkliste hinzufügen.
So, dann gibt es hier noch, achso, den hatte ich schon, Entschuldigung. Bibbidi Babbidi Buh. Und das ist jetzt hier meiner gewesen. Sieht man auch, da unten die drei Eiche-Dinger drin. Und es ist natürlich ein riesengroßer Klopper, das muss man bedenken, sage ich aber gleich was dazu. So, dann packt euch einfach ein paar Schränke auf die Merkliste, schreibt den Leuten eine ganz liebe Nachricht und in der Zeit, bis sie antworten, könnt ihr ja mal den Kanal hier abonnieren, denn ich versuche mir immer was Schönes für euch einfallen zu lassen. Oder schreibt mir mal einen ganz netten Kommentar, wie ihr die ganze Methode hier findet. Und wenn die sich dann bei euch gemeldet haben und ihr das abgekaspert habt, dass ihr den Schrank bekommt, dann macht ihr bitte eins, und zwar seid nicht so dumm wie ich, als ich meinen abgeholt habe, denn ihr habt ja gesehen, wie voll mein Auto beladen war und ihr wisst ganz genau, wie es ist. Ja, man fährt dann mal richtig steil an der Ampel an und zack, knallt das Ding hinten gegen die Heckscheibe und dann hast du einen Riss oder im schlimmsten Fall ist die draußen oder irgendwelche anderen Sachen, sprich Ladungssicherung, in welcher Form auch immer, ist nicht zu verachten, denn egal wie billig der Schrank ist, ja, eine Heckscheibe ist auf jeden Fall teurer. Und wenn ihr jetzt noch keine Ahnung habt, was man mit sowas bauen kann, dann schaut einfach mal in das Video. Und wenn ihr wissen wollt, was ich letztes Jahr mit diesem Trick geholt habe, schaut mal hier oben rein. Ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, euer Vicky. Hui.